Happy Family, neue Schnappschüsse der Schweden-Runs. Für die schwedische Königsfamilie ist der Sommer 2018 ein ganz besonderer. Immerhin wird Prinzessin Estelle, 6, in dieser Woche eingeschult. Zuvor gab es offenbar noch einmal einen gemeinsamen Urlaub mit der ganzen Familie, in dem die Kleine völlig sorgen- und hausaufgabenfrei ihre Kindheit genießen konnte. Auf der Sommerresidenz Schloss Solliden trafen die stolzen Großeltern Königin Silvia, 74, und König Karl Gustav, 72, noch einmal auf ihre Kinder und Enkel. Davon gibt es auch drei toll neue Schnappschüsse für die Fans der Schweden-Runs. Auf seiner offiziellen Website Kungahuset veröffentlichte der Palast drei Bilder der Adelsfamilie, die schon im Juli entstanden sind. Sommerlich braun gebrannt und freudestrahlend zeigt sich das Königspaar Prinzessin Victoria, 41, und Ehemann Prinz Daniel, 44, mit den Kindern Prinzessin Estelle und Prinz Oskar, 2, ebenso wie Prinz Karl Philipp, 39, mit seiner Ehefrau Sophia, 33, und den Söhnen Prinz Gabriel und Prinz Alexander, 2, auf den Bildern. Dabei lacht auch der kleine Oskar, der sonst meistens ziemlich grimmig dreinschaut, einmal aus vollem Herzen. Immerhin darf er aber auch auf einem echten Pony sitzen. Prinzessin Madeleine, 36, war mit Ehemann Krisenal, 44, und den beiden gemeinsamen Kindern auch anwesend. Sie veröffentlichte ihr Familienfoto aber schon Anfang August. Für die sechsjährige Estelle beginnt am Dienstag der Ernst des Lebens. Dann kommt die kleine Prinzessin in die Schule. Ein wenig schon Frist hat sie aber noch. Zunächst besucht die Erstgeborene des Thronfolgerpaares ein Jahr lang die Vorschule. Diese Entscheidung haben ihre Eltern ganz bewusst getroffen. We'll be right back.